Ich begrüße zum Mein Echo Wahlstudio für die Bürgermeisterwahl in Sulzbach. Vorweg noch eins, wir drei hier im Studio, die beiden Bürgermeisterkandidaten Markus Krebs und Mike Schulze, wir wären viel lieber am Mittwoch auf der Bühne in der Main-Spessart-Halle gestanden, mit vielen Sulzbachern als Publikum. Wir sind sicher, es wäre eine tolle Veranstaltung gewesen, aber die Blitzeiswarnungen waren einfach zu bedrohlich. Wir mussten aus Sicherheitsgründen absagen. Das Gespräch ist ein Ersatz für diese Publikumsveranstaltung. Es ist sicher nicht dasselbe, aber wenn wir das gut machen, wird es bestimmt auch gut. Am 28. Januar dürfen die Bürgerinnen und Bürger von Sulzbach einen neuen Bürgermeister wählen. Der Grund ist einfach, Martin Stock, der bisherige Bürgermeister, ist seit Ende Oktober Mitglied des Bayerischen Landtags. Die Zeit der Vorbereitung war für die beiden Kandidaten kurz. Dieses Studiogespräch jetzt ist ein ganz anderes Format als das Forum in der vollbesetzten Halle, in der die Wähler auch direkt die Kandidaten ins Kreuzverhör hätten nehmen können. Aber für einen kurzfristigen Ersatztermin war das von der Organisation her einfach nicht zu schaffen. Deshalb diese Lösung hier. Das Interesse war groß und viele Sulzbacher hatten sich auf die Saalveranstaltung vorbereitet und gefreut. Das zeigen die zahlreichen Fragen an die Kandidaten, die mich jetzt seit unserer Absage erreicht haben. Ich habe versucht, in der Vorbereitung noch so viel wie möglich davon in unser Gespräch einzubauen. Ob wir alle schaffen, wird sich zeigen. Wahrscheinlich nicht. Ich darf jetzt zu Beginn kurz die beiden Bewerber vorstellen, mit denen ich hier sitze. Markus Krebs ist in Sulzbach geboren, wir sitzen ja in Aschaffenburg. Markus Krebs hat in Sulzbach die Grundschule besucht, dann die Realschule in Elsenfeld und später in Hessen, in Hanau, das Abitur gemacht. In Mannheim hat er Wirtschaftsinformatik studiert. Seit 2007 arbeitet Markus Krebs als Vertriebsmitarbeiter für einen Chemikaliengroßhandel. Krebs kandidiert für die Freien Wähler und ist Mitglied der FDP. Er war schon Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen. Er hat kommunalpolitische Erfahrung, ist seit 15 Jahren Mitglied des Gemeinderats und ist im vergangenen Jahr in den Kreistag nachgerückt. Unterstützt wird seine Kandidatur von zwei Fraktionen des Sulzbacher Gemeinderats, von der gemeinsamen Fraktion aus Grünen, ÖDP und der Wählergruppe ZAK. Und auch von der Fraktion der SPD hat gesagt, dass sie seine Kandidatur unterstützt. Krebs ist 36 Jahre alt, verheiratet, hat mit seiner Frau Sandra seit vergangenem August sein erstes Kind, einen Sohn. Neben der Kommunalpolitik gilt sein bürgerschaftliches Engagement dem Sozialkreis Sulzbach und dem Förderkreis der örtlichen Schule. Der zweite Bewerber um das Bürgermeisteramt, Mike Schulze, ist in Aschaffenburg geboren, aber seit seinem 9. Lebensjahr Sulzbacher. Er ist in Sulzbach auch an der Herrigäuenschule zur Schule gegangen. Seine schulische Laufbahn hat er dann in Hessen fortgesetzt und in Babenhausen mit dem Fachabitur abgeschlossen. Danach folgten eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Firma Linde und berufsbegleitend ein duales Studium zum Fachkaufmann für Marketing. Herr Schulze arbeitet auch im Vertrieb als Sales Director für ein Maschinenbauunternehmen und ist unterwegs in einem weiten Gebiet Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mike Schulze kandidiert für die CSU, bei der er seit dem vergangenen Jahr Parteimitglied ist. Er ist 48 Jahre alt, verheiratet und hat drei Söhne. In der Marktgemeinde Sulzbach engagiert er sich im Freundeskreis mit der französischen Partnerstadt und im Gesangverein. So viel zur Vorstellung und jetzt leite ich über zu den Fragen. Wir machen da so eine kleine Aufwärmrunde mit ein bisschen persönlicher gefärbten Fragen. Herr Schulze, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. In Ihrem Flyer habe ich gelesen, berufliche Erfahrung
Zitat aus dem wahren Leben. Sie haben das als Vorzug herausgestellt. Da steckt ja auch drin, dass man im Rathaus, in der Verwaltung, im Gemeinderat keinen so ganz scharfen Blick auf diese Wirklichkeit, auf das wahre Leben manchmal hat. Geben Sie uns vielleicht so zur Einführung ein kleines Beispiel, wo Sulzbach praktische Lebenserfahrung brauchen könnte. Also ich würde erstmal so beginnen, dass man im Alter von 48 Jahren, wenn man 26 Jahre in der freien Wirtschaft unterwegs ist, sehr viel gesehen hat, viele Gespräche mit Menschen geführt hat, viele interessante Sachen erlebt und auch gemacht hat, große Projekte. Und von der Seite her würde ich das jetzt nicht direkt auf das Rathaus beziehen, sondern einfach mal sagen, als Mensch und als Kandidat für so ein Amt hat man den nötigen Überblick, was in der Gesellschaft bei Menschen zurzeit los ist. Herr Krebs, bei Ihnen ist es ja anders. Sie sind bei den Julis groß geworden, also früh in die Politik eingestiegen, haben im Gemeinderat Erfahrung gesammelt, unter anderem auch die, dass Entscheidungsprozesse in der Politik anders, in Klammer, vielleicht auch langsamer funktionieren als in der Wirtschaft. Wenn man so lange in der Kommunalpolitik ist, findet man sich damit ab, dass alles so langsam geht, oder könnten Sie als Bürgermeister auch schneller? Es ist natürlich immer ein Prozess, der zu einer Entscheidung führt, und manchmal braucht gut Ding auch Weile in der Politik. Wenn man sich die Entscheidungen anschaut, die eine Gemeinde wirklich nach vorne bringen, vergehen da manchmal viele Jahre und viele Diskussionen, aber es sind ja auch durchaus sehr, sehr weitreichende Entscheidungen, die wir im Gemeinderat treffen müssen. Und dementsprechend ist es auch gut, hier den nötigen Realitätssinn für solche Entscheidungen zu haben, weil ich einfach finde, wir müssen Entscheidungen auch diskutieren, wir müssen auch die Bevölkerung mitnehmen, wir müssen auch die Fraktionen im Gemeinderat möglichst allesamt mitnehmen. Manchmal klappt es auch nicht, manchmal haben wir da auch unterschiedliche Meinungen. Aber das ist natürlich was, wo ich sage, das ist mir auch extrem wichtig, da möglichst einen Konsens in der Gemeinde zu schaffen, um eben so Entscheidungen auch in der Bevölkerung auch gemeinsam verkaufen zu können. Was in der Politik auf jeden Fall anders ist als in der Wirtschaft, Herr Schulze, ist dieses Stehen in der Öffentlichkeit, dieses im Fokus stehen, im Blickfeld stehen von anderen Menschen. Jetzt war ich im Vorfeld in unserem Vorgespräch neugierig, für welchen Maschinenbauer Sie unterwegs sind. Sie haben es mir nicht gesagt, Sie haben es nicht verraten. Ich will es auch nicht wissen, weil es wäre ja zugänglich über diversen Berufsportale, aber glauben Sie, warum haben Sie denn damit so hinterm Berg gehalten? Glauben Sie, dass es die Sulzbacher nicht interessiert oder dass es sie nichts angeht? Also man muss eins jetzt in dieser Kandidatur unterscheiden. Ich habe jetzt einen sehr kurzen und kompakten Zeitraum zur Verfügung gehabt, um eine gute Wahl zu organisieren. Und leider gab es zahlreiche negative Beispiele, auf die ich jetzt aber nicht eingehen möchte, wo ich sagen muss, zwischen Meinungsfreiheit und übler Nachrede ist ein sehr schmaler Grat. Und dementsprechend muss ich sagen, haben wir uns innerhalb der CSU darauf verständigt, einen sauberen Wahlkampf zu machen und uns auf unsere Sachthemen zu konzentrieren. Und ich habe in zahlreichen Hausbesuchen und auch so in den ganzen Infoveranstaltungen, die wir organisiert haben, sehr, sehr gutes und interessantes Feedback erhalten, wo ich sagen muss, es hat also kein tiefer weitgehendes Thema gegeben, wo nicht beantwortet werden konnte. Okay. Ich bleibe noch eine Frage auch bei Ihnen im persönlichen Bereich, Herr Krebs. Als langjähriger Gemeinderat haben Sie ja einen Blick auf das, was so ein Bürgermeister in einer Gemeinde leistet. Gibt es denn eine Aufgabe, Begleiterscheinung eines öffentlichen Amtes, der Ihnen graust? Also für mich liegt der Fokus ganz klar in meiner politischen Arbeit immer auf Sulzbach, Soden und Donau und den Landkreis. Für mich ist ganz klar, dass ich keine höheren politischen Ambitionen habe. Ich bin jemand, der sich schon immer in Sulzbach politisch engagiert. Wie Sie gesagt haben, schon auch als Jugendlicher habe ich da mein Interesse dafür entdeckt, dass es eben wichtig ist, dass man eine Gemeinde wie Sulzbach weiterentwickelt. Folglich habe ich da einfach ein Graus davor, vielleicht auf höhere politische Ebenen zu gehen. Das ist überhaupt nicht in meinem Sinn. Ich möchte einfach hier vor Ort bleiben, wo ich auch
die direkten Konsequenzen des politischen Handelns auch persönlich wahrnehme und auch für die Bürgerinnen und Bürger ergreifbar bleibe. Als wer Bürgermeister wird in Sulzbach, darüber entscheiden ja am 28. Januar die Bürger, aber wer das Rennen dann macht, der wird im Gemeinderat regieren müssen. Und Herr Schulze, wenn Sie gewinnen sollten, stehen Sie im Gemeinderat vor, in dem die Mehrheit sich schon mal festgelegt hat, dass Sie lieber mit Herrn Krebs als Bürgermeister arbeiten wollen. Wird das eine schwierige Aufgabe, auf die anderen Fraktionen zuzugehen, sie für ihre Ziele zu gewinnen? Oder glauben Sie, dass Sie diese Vermittlungs- und Integrationskraft haben? Also es ist davon auszugehen, dass natürlich im Zuge eines Wahlkampfs andere Aspekte eine Rolle spielen. Und wenn dann eine Entscheidung getroffen ist und ich das Amt des Bürgermeisters übernehmen würde, dann gehe ich davon aus, dass die Fraktionen und die bisherigen Gemeinderäte sich und Gemeinderätinnen natürlich sich professionell verhalten und zum Wohle der Sache ja, sich dann auf die Sachthemen wieder konzentrieren und dementsprechend auch für die Lösung und für die Zukunft von Sulzbach ja nicht im Wege stehen. Die gleiche Frage auch an Sie, Herr Krebs, nur ist, muss ich Sie da andersrum stellen. Also die Formation hat ja jetzt etwas, ihre Unterstützer hat ja was, alle gegen die CSU. Reicht Ihnen das dann als Machtbasis oder wollen, müssen, werden Sie auf die Opposition zugehen? Also für mich gibt es im Gemeinderat keine Opposition und ich bin stolz drauf, dass wir in Sulzbach die letzten Jahre hier auch einfach ein gemeinsames Miteinander schon gelebt haben, über alle Fraktionen hinweg. Die zweite Bürgermeisterin Anja Dissler und Norbert Elbert haben es ja auch diese Woche schön in der Zeitung gesagt, dass wir in der Sache durchaus auch mal hart miteinander diskutieren, aber danach über alle Fraktionsgrenzen hinweg auch mal was zusammen trinken und auch beim Gemeinderatsausflug auch mal miteinander Spaß haben. Ich glaube, da können wir als Sulzbach sehr, sehr stolz drauf sein. Also ist es überhaupt nicht mein Ziel, hier ausgrenzend zu sein. Ich möchte der Bürgermeister für alle sein. Mir ist auch klar, dass es immer mal Entscheidungen gibt, wo der ein oder andere Gemeinderat nicht mitgehen kann. Das hängt aber nicht zwangsläufig an Fraktionen, sondern wir haben oft im Gemeinderat erlebt, dass das einfach auch nach Interessenslage oder nach persönlichen Befinden geht, wo es eben darum geht, der eine findet eine Entscheidung aus persönlichen Gründen gut oder schlecht und dementsprechend möchte ich eben schon auch die CSU mit einbinden. Ich glaube, das gelingt mir auch. Wir haben die letzten Jahre so toll zusammengearbeitet und ich glaube, dass da ja, insgesamt im Sulzbacher Gemeinderat auch nach der Wahl ein harmonisches Miteinander herrscht und wir gemeinsam über alle Fraktionsgrenzen hinweg zum Wohle der Gemeinde zusammenarbeiten werden. Ich wechsle zu den Wahlkampfthemen und da springen wir jetzt am besten mitten rein nach Sulzbach in die neue Ortsmitte. Da arbeiten ja inzwischen schon die Bagger. Die Planungen sind abgeschlossen. Wenn Sie jetzt an die Zukunft und auch an die Diskussionen um das Ibelo-Gelände, um den Kirchplatz denken, was bleibt denn da dem Bürgermeister noch zu tun, Herr Krebs, außer bei der Einweihung das Band durchzuschneiden? Sehr viel, offen gesagt. Für mich ist das Ende der Bauarbeiten eigentlich das Anfang, der Anfang des Projekts. Für mich ist es eben ganz wichtig, dass der neue Ibelo-Platz, der als Parkanlage gestaltet wird, auch genutzt wird. Einfach nur einen schönen Platz zu gestalten, der dann fertig ist und vielleicht nicht genutzt wird, reicht mir als Bürgermeister nicht. Ich habe da schon die Ambition, wenn es dann klappt mit der Wahl, dass dieser Platz belebt wird und ein echtes Zentrum in Sulzbach wird. Mir schwebt da wirklich auch vor, dass wir da Veranstaltungen an diesem Platz machen. Wir haben in Sulzbach verschiedene Winzer, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass wir da ein Weinfest im Jahr mal ausrichten. Oder auf die Mitte des Platzes kommt ja der Weihnachtsbaum. In anderen Gemeinden klappt das auch wunderbar, dass wir ein Weihnachtssingen stattfinden lassen. Und genau solche größeren wie aber auch kleinere Feste möchte ich eben in unserem Zentrum anbieten, in Kooperation mit den Vereinen oder auch Gewerbetreibenden, weil ich einfach möchte, dass viele Menschen in die Mitte von Sulzbach kommen, sich da gerne aufhalten und da eben ein echter Ortsmittelpunkt entsteht, den wir bis heute nicht haben. Und das ist jetzt für uns eine historische Chance, dass wir diesen Ibelo-Platz eben zu einem ja, Zentrum von Sulzbach gestalten. Also da gibt es sehr viel noch zu tun. Planungen abgeschlossen, das gilt auch für Sie, Herr Schulze. Sie waren ja an dem langen Prozess nicht aktiv beteiligt, Sie waren nicht im Gemeinderat bisher.
Aber vielleicht Ihr kritischer Blick drauf, wie gut haben denn der Bürgermeister Martin Stock und die Gemeinderäte die Vorstellungen, die Wünsche der Bürger für ihr neues Wohnzimmer so in Sulzbach umgesetzt? Sie haben ja zum Thema Ibelo-Platz, Kirchplatz auch noch in Ihrem Wahlprogramm stehen, Bürger einbinden. Was muss denn da noch geschehen? Also der Zusammenhang zwischen Ibelo-Platz und Bürgereinbinden, den sehe ich jetzt nicht so, aber ich sehe bei dem Ibelo-Gelände eine andere wichtige Komponente, die nicht aus den Augen gelassen werden sollte. Wir haben nahezu bei jedem Projekt teilweise extrem hohe Nachträge bzw. Fehlbeträge, wenn wir dann in die Nachbetrachtung so eines Vorhabens gehen. Und ich bin jetzt da natürlich heute noch nicht in der Position, mir diese Sachverhalte genau anzuschauen, aber ich werde bewusst, sollte ich Bürgermeister werden, eine frühzeitige Kalkulation des Ibelo-Planes mir anschauen und werde dann sehr schnell prüfen, ob wir auch den damals gesteckten finanziellen Rahmen, den unsere Gemeinde dafür vorgesehen hat, auch einhalten. Leider ist ja in der Öffentlichkeit in vielen Projekten, das hat jetzt mit Sulzbach wenig zu tun, die Situation, dass Projekte teilweise exorbitant hohe Nachträge bzw. Fehlbeträge erzeugen, die dann den Haushaltsplan sehr stark belasten. Wobei ich da eben auch widersprechen möchte, wenn man sich jetzt die großen Projekte der Marktgemeinde Sulzbach die letzten Jahre auch anschaut. Da denke ich jetzt vor allem an das letzte Großprojekt, das ist der Kindergarten und Hort an der Altwiese, also oberhalb der Schule. Wenn man guckt, wie da die Kostenplanung war und dass wir quasi bis auf 2 oder 3% Preissteigerung da wirklich eine Punktlandung hingelegt haben, möchte ich aber auch sagen, dass da die Gemeinde, das heißt die Verwaltung, aber auch der Gemeinderat hier wirklich immer sehr, sehr kostenbewusst arbeitet. Und man uns, glaube ich, nicht vorwerfen kann, dass wir hier mit Steuergeldern in irgendeiner Form verschwenderisch umgegangen sind. Das Gegenteil ist für mich der Fall und damit richtig. Ich finde, da muss man eben auch aufpassen, dass man hier nicht einen falschen Zungenschlag in der Arbeit von einem Gremium reinbringt, weil ich einfach sage, jeder Gemeinderat, egal von welcher Fraktion, arbeitet hier sehr bewusst mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger. Und da sollte man eben nicht behaupten, dass hier verschwenderisch umgegangen ist, weil es einfach nicht stimmt. Wenn ich den Herrn Schulz Diese richtig verstehe. Aussage kann ich natürlich so nicht gelten lassen. Ich habe nicht gesagt, verschwenderisch mit umgeht, sondern ich habe davon gesprochen, wie man Projekte bewertet und in einer Vorplanung kalkuliert. Und wenn ich ein anderes Beispiel nehme und sage, okay, man nimmt eine Kanalsanierung oder eine Straßensanierung, dann ist natürlich sehr oft im Vorfeld schon zu erahnen, dass es vielleicht unter der Erde noch massive Probleme geben könnte, beziehungsweise Kosten entstehen, die am Anfang nicht kalkuliert waren. Bleiben wir bei der Ortsentwicklung. Der Kirchplatz soll ja ein Raum für Treffen, Feste, Kommunikation werden, aber er liegt halt direkt an der Straße, über die jeden Tag 12.000 Fahrzeuge rollen. Und da stecken wir dann mittendrin im Thema Entlastung, Verkehrsentlastung, Umgehungsstraße. Herr Schulze, wird das im Fall Ihrer Wahl das dominierende Thema Ihrer möglichen ersten Amtszeit oder ist es ein Vorhaben, das ja zuletzt mit dem Kostenrahmen von 62 Millionen Euro im Raum steht, ist es für Sie eher eine Utopie und ist in den 6 Jahren nicht zu verwirklichen? Also ich muss zu dem Thema Umgehungsstraße eine eindeutige Positionierung geben. Ohne eine Umgehungsstraße oder Entlastungsstraße wird sich Sulzbach nicht entwickeln können. Wir müssen die Autos bzw. den Durchflussverkehr aus der Gemeinde rausbringen. Und wir haben unterschiedliche Zahlen. Sie haben jetzt gerade von 12.000 gesprochen. Es gibt ein Gutachten von der Deutschen Bundesbahn. Das spricht von 18.000. Es spielt auch gar keine Rolle, ob das 1000 oder 1500 Autos am Tag mehr oder weniger sind, sondern es spielt eine Rolle, wie und wann kann man beginnen, mit dem Wasserwirtschaftsamt, mit der unteren Naturschutzbehörde und vielen weiteren Behörden die Details aufzuarbeiten und dann eine Lösung für Nord-Süd, die wir präferieren, umzusetzen. Ja.
Erwartungsgemäß sind jetzt vor unserem Studiogespräch zu dem Thema natürlich auch die meisten Mails und Anfragen gekommen. Von Ihnen, Herr Krebs, will zum Beispiel ein Fragesteller, Juri Becker hat uns geschrieben, wissen, was Sie sich von dem angekündigten Ratsbegehren für einen Bürgerentscheid noch versprechen. Schließlich sei schon seit Jahrzehnten diskutiert worden. Bringt ein Bürgerentscheid mit einer Ja- oder Nein-Fragestellung, mehr ist da ja nicht möglich, eine Lösung oder bringt er nur noch mal eine Verzögerung? Das Gegenteil einer Verzögerung ist ja richtig. Wenn der Gemeinderat einen Beschluss fasst, den Planungen des staatlichen Bauamtes zuzustimmen, gibt es in der Kommunalpolitik die Möglichkeit, dass ein Bürgerbegehren einen solchen Beschluss aufhebt. Egal, was der Gemeinderat entscheiden wird, ob er sich der Planung anschließt oder dagegen sein wird, wird es eine der Bürgerinitiativen damit sehr unglücklich sein und wird die entsprechend notwendigen Unterschriften, die es für ein solches Bürgerbegehren gibt, auch einholen. Da habe ich keinerlei Zweifel daran, dass die Bürgerinitiativen diese Möglichkeit nutzen werden. Folglich würde es dadurch eine weitere Verzögerung geben, weil wir dann quasi erstmal den Gemeinderatsbeschluss haben. Dann werden die Unterschriften eingesammelt und dann stimmen wir einen Text ab, den uns eine solche Bürgerinitiative vorgibt. Ich als Bürgermeister, wenn ich gewählt werde, möchte das aber eben andersrum haben. Ich denke, wir können als Gemeinde dann souverän mit dem Bürger umgehen, den Bürger beteiligen und ihn mitnehmen und ihm die konkrete Frage stellen, lieber Bürger, wir haben die Vorstellung der Pläne vom staatlichen Bauamt gesehen, soll die Gemeinde dem zustimmen, ja oder nein? Nur so gelingt uns eine transparente Entscheidung für die Bürgerinnen und Bürger und das sollten eben nicht der Bürgermeister mit 20 Gemeinderäten schaffen, sondern ich möchte, dass das eine breite Akzeptanz der Gesellschaft mitträgt und dafür möchte ich eben das Ratsbegehren technisch nutzen. Okay, der Herr Krebs will eine schnelle Entscheidung. Bei Ihnen habe ich gehört, Sie wollen auch eine seit der letzten Vorstellung bei der Bürgerversammlung im November 2022. Wird ja jetzt noch mal ein bisschen im Bauamt an diesem Anschluss Süd, also das ist dieser Kreisel über der Bahnlinie, gearbeitet. Vorsicht, falsch. Falsch. Es wird an dem, der Anschluss Süd ist der Bahnübergang Richtung Kleinwalstadt. Das ist quasi die andere Seite der Umgehungsstraße. Aus Ihrer Sicht geht es da jetzt nur noch um ein paar Details, ein paar Meter hin oder her. Wie weit ist denn jetzt die Planung, die Sie kennen, von einer konsensfähigen Lösung noch entfernt? Also man muss jetzt eins vorweg unterscheiden. Die Diskussion einer Ortsentlastungsstraße, die ist über 30 Jahre in Sulzbach. Und diese Diskussion ist also, ich sage mal, unendlich mit allen Varianten durchdiskutiert. Und das staatliche Bauamt ist, ich sage mal, der Träger einer Maßnahme. Und dementsprechend ist es für mich absolut nicht nachvollziehbar, wieso man als existierender Marktgemeinderat seine eigene Arbeit in Frage stellt und ja, danach ein Ratsbegehren macht. Also ich bin da etwas erstaunt, weil ich als Bürger heute sagen muss, kann ich nicht nachvollziehen. Und ich vermute mal, dass das Zugeständnisse sind im Zuge einer Zusammenarbeit mit der ZAK, ja, wo ich sagen muss, vielleicht hat sich da der Herr Krebs etwas eingeengt in seiner Entscheidung. Da lacht der Herr Krebs natürlich drüber. Aber mal im Ernst, es geht doch darum, dass man die Bürgerinnen und Bürger in der Entscheidung mitnimmt. Und dass den Punkt des Ratsbegehrens haben wir auch schon vor Jahren im Gemeinderat diskutiert. Und ich glaube, dass das eben in Zukunft die Möglichkeit sein wird, die Bürgerinnen und Bürger eben auch konkret zu befragen und auch ein Thema auch zu entscheiden. Weil in dem Moment, wo 21 Personen eine Entscheidung treffen, die so weitreichend ist wie eine Umgehungsstraße, die ja das Sulzbacher Ortsbild komplett verändert. Da finde ich einfach, möchte ich, dass unsere gesamte Bürgerschaft die Möglichkeit hat, über eine Entscheidung mitzuwirken, weil diese Entscheidung gilt für mich dann auch. Und mit dem Moment, wo es der Gemeinderat entscheidet, würde es immer wieder heißen, ja, das war doch gar nicht die Entscheidung der Mehrheit. Jede Seite sagt, die Mehrheit der Bürger steht hinter ihrer Position und das können wir eben nur über ein solches Ratsbegehren
lösen. Und damit stelle ich eben nicht meine Arbeit als Gemeinderat in Frage. Im Gegenteil, ich sage als Gemeinderat, ich möchte die Bürger doch mitnehmen in der Entscheidung. Und deshalb ist für mich das Ratsbegehren der richtige Weg, weil wir am Ende, egal wie der Gemeinderat abstimmt, so oder so den Bürgerentscheid haben werden. Dem Mitnehmen sind aber trotzdem auch Grenzen gesetzt. Jetzt sage ich mal, die Anwohner, die an den Neubauteilen der Straße wohnen, die werden ihre Skepsis nicht aufgeben und ihre Befürchtungen. Also es gibt ja auch neue Zahlen vom Bauamt, die an bestimmten Teilen der Umgehung von der Steigerung der Verkehrszahlen ausgehen. Was kann oder was muss denn noch zum Schutz der Anwohner getan werden? Also wir brauchen dann einen wirksamen Lärmschutz, das ist für mich elementar. Das ist auch für mich, wenn wir über die Entlastung sprechen, auch ein ganz wichtiges Kriterium, dass eben auch die Anwohner, die jetzt durch eine Verlagerung vom Verkehr auch in Zukunft mehr belastet werden, das ist die Hauptstraße, das ist der Kübler Ring, das ist auch je nach Verlauf des Anschlusses Süd, der Südring. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger hier mit dem wirksamen Lärmschutz schützen. Wir haben auch im Gemeinderat vor vielen Jahren mal eine Sonderrücklage gebildet, wo wir eben auch Schallschutzfenster möglicherweise mal bezahlen sollten. Ich finde einfach, wenn wir eine solche Maßnahme machen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger geschützt werden, weil in der Tat, Sie sprechen es an, eine Straße verändert den Verkehr und dementsprechend müssen wir die Bürgerinnen da auch schützen. Ihnen reicht der Schutz nicht? Also ich muss davor noch mal etwas nachhaken. Es gab eine Bestätigung den Gemeinderäten vom Januar 2023. Da wurde eindeutig zugesagt, welche Form der Umgehungsstraße gewünscht wird und welche Form der Umgehungsstraße bevorzugt wird. Dieses Schriftdokument ist ja bekannt, ist auch aktenkundig. Deswegen ist es für mich absolut nicht nachvollziehbar, wieso man jetzt im Zuge einer Bürgermeisterwahl seine Prinzipien völlig ablegt und sich jetzt ja rauswinden möchte, um ein Ratsbegehren praktisch sich selbst aus der Verantwortung zu nehmen, ja, das finde ich den Bürgern gegenüber nicht gut. Was Sie sagen, ist nicht richtig. Das Schreiben, auf das Sie ansprechen, da sprechen Sie auf ein Schreiben an, was die Fraktionen von FWG, SPD und CSU auf meine Initiative hin geschrieben haben. Ich hatte damals alle Fraktionsvorsitzenden eingeladen, zu sagen, Achtung, die staatliche Bauamt hat seine Planung vorgestellt. Das haben wir in der Turnhalle gesehen. Wir waren alle etwas überrascht von den Planungen, vor allem von dem Anschluss Süd Richtung Kleinwallstadt. Und dieses Schreiben haben wir dann eben initiiert. Die Fraktion ZAG hat von sich aus gesagt, nein, wir sind da generell dagegen, dass diese Nord-Süd-Tangente kommt. Deswegen beteiligen wir uns nicht an diesem Gespräch. Und die Fraktionen von CSU, SPD und FWG haben sich dann zusammengesetzt. Wir haben klar gesagt, wir favorisieren diese Nord-Süd-Tangente. Das ist völlig richtig, weil wir gerade keine andere realistische Option sehen. Alle anderen Trassenführungen, die von der Brücke hoch Richtung Buchenmühle gehen, klappen mir allein wegen der ganzen Topografie und den ganzen Höhenmetern, die da zurückgelegt werden, nicht und sind auch nicht finanzierbar und gehen mitten durch Wald und würden unendlich viel Natur zerstören. Und dementsprechend haben wir uns in der Tat korrekterweise für Nord-Süd ausgesprochen, völlig richtig. Aber auch in den Vorgesprächen zu diesem Statement haben wir ganz klar auch gesagt, das wird auch jeder andere Teilnehmer dieses Gesprächs bestätigen, dass für mich am Ende dieses Prozesses ein Ratsbegehren steht. Ich würde von formalen weiteren Prozess gern ein bisschen weitergehen. Ich sehe jetzt das Ratsbegehren oder Nichtbegehren oder ob der Gemeinderat das Kreuz durchdrückt und sagt, wir haben einen Beschluss gefasst und wir sind manns genug, das unseren Bürgern zu vermitteln. Das überlassen wir jetzt dem Gemeinderat im Frühjahr dann oder wann auch immer die Entscheidung ansteht. Mich würde jetzt interessieren, wir sind ja für Sulzbach im Moment bei der Entwurfsplanung. Die nächsten Schritte, Planfeststellung, Ausführungsplanung, das wird noch eine unbekannte Anzahl von Jahren dauern. Bis dahin Lärm, Abgase, Stau an Ihrem schönen neuen Kirchplatz. Herr Schulze, was kann denn aus Ihrer Sicht die Gemeinde noch tun, um die Verkehrssituation bis zum Bau einer Umgehung zu verbessern?
Also die Frage ist natürlich als Sulzbacher Bürger, der schon sehr, sehr lange die Situation in Sulzbach jeden Tag erlebt, ja, eine interessante Fragestellung. Aber da hatte ja mein oder der Herr Krebs jahrelang die Möglichkeit, als Gemeinderat sich was einfallen zu lassen. Hier bitte ich einfach um Verständnis, dass ich erstmal die finalen Unterlagen des staatlichen Bauamts sichten möchte und dann in die näheren Details des Wasserwirtschaftsamtes und den anderen Behörden erstmal die ganzen Unterlagen aktualisiert. Wenn die dann vorhanden sind, dann kann man über nächste Schritte sprechen. Aber diese Situation ist ja jetzt seit über 15 Jahren bekannt und deswegen ist das einfach eine Prüfung. Das muss man dann zu gegebener Zeit neu angehen. Wir waren auch als Gemeinderat hier nicht untätig in den letzten Jahren. Als größte Maßnahme kann sich jeder Sulzbacher davon überzeugen, wie wirkungsvoll unser Kreisel ist am Ibelo-Gelände. War ja auch ein Punkt, der mal von der CSU und damals auch der SPD abgelehnt wurde. Und wir als FWG haben das Thema weiter forciert und konnten somit auch die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen, sodass der Kreisel am Ende auch doch mit breiter Mehrheit beschlossen wurde. Und allein dieser Kreisel hat ja den Verkehrsfluss in Sulzbach dramatisch verbessert und hat dazu geführt, dass eben auch an der Stelle, die ja vorher sehr, sehr komplex war und sehr viele Unfälle provoziert hat, weil da eben 5 Straßen aufeinandertreffen, da haben wir eine dramatische Verbesserung der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger auch beim Queren der Straße hergestellt. Also, dass wir hier nichts getan hätten als Gemeinderat, ist einfach nicht richtig. Wir haben auch schon versucht, weitere neuralgische Punkte auf der Straßenführung zu entschärfen. Mir schwebt da der Zebrastreifen vor, der am Friedhof über die Straße geht. Leider hat die Gemeinde da wenig Möglichkeiten, was zu verbessern, weil es eine Staatsstraße ist. Wir schreiben da regelmäßig Briefe. Das hat auch der Bürgermeister Stock oder auch schon der Bürgermeister Maurer, der Spindler, getan. Leider hat die Behörde da nicht reagiert. Natürlich würden wir da auch sehr gerne was verbessern, aber die Behörden über dem Markt Sulzbach sind hier leider nicht bereit, was zu verändern. Also hier gäbe es schon Ansatzpunkte, wo ich sage, wir könnten hier viele sinnvolle Sachen für unsere Bürgerinnen und Bürger tun, wenn wir es denn dürften. Die Ortsdurchfahrung ist das eine. Der Hauptverkehrsstrom ist ja auf der Nord-Süd-Achse. Aber ich habe bei meiner Frage auch ein bisschen an die Anbindung der Ortsteile gedacht, an Soden und Dornau. Es gab ja diesen Versuch einer Ring-Einbahnstraßenregelung, Jahnstraße, Spessartstraße. Und vielleicht ist auch jedes Auto, das nicht fährt, ein gutes. Brauchen denn die Ortsteile bessere Radwegeverbindungen, bessere Busanbindungen? Ist da noch was zu tun, um ein bisschen Verkehrsentlastung reinzukriegen? Ja, die Busanbindung in beide Ortsteile ist leider nicht gut. Wir haben zwar einen Bus, der fährt, aber immer wenn ich diesen Bus sehe in Sulzbach, sitzen leider sehr wenige Menschen drin. Ich habe mit den Bürgerinnen und Bürgern der Ortsteile natürlich drüber gesprochen und die sagten mir alle unisono, die Taktung, teilweise mit 2-Stunden-Takt am Wochenende auch sehr früh, der erste Bus, dann wieder ein Loch und dann geht es erst wieder weiter, ist absolut nicht attraktiv. Die Sodener müssen in Geilbach am Spielplatz umsteigen, da ist der Anschluss manchmal auch gefährdet. Ich glaube, dass das Konzept des klassischen Linienverkehrs für unsere Ortsteile nicht zukunftsfähig ist. Wir haben im Landkreis ja auch schon darüber diskutiert, dass wir mehr auf diese, man nennt es neudeutsch, On-Demand-Verkehre, was steckt dahinter, Anrufsammeltaxis umstellen müssen. Wir haben auch jetzt schon gesagt, dass wir den Samstag als möglichen Testtag auch in Zukunft verwenden werden, wo ich eben glaube, dass unsere Ortsteile dadurch gestärkt werden von der Anbindung her, weil eben die Bürgerinnen und Bürger ihr Angebot bedarfsgerecht bekommen und eben nicht nach starrem Takt, der einfach Stand heute kaum genutzt wird, was mich einfach nicht zufriedenstellt und die Bürgerinnen und Bürger auch nicht zufriedenstellt. Deswegen glaube ich, dass wir da mehr in diese Schiene gehen müssen. Der Landkreis wird das ja auch jetzt mal an anderer Stelle noch testen. Ich glaube, dass wir da insgesamt eine deutliche Verbesserung erzielen werden. Öffentlicher Nahverkehr, mehr Radwege, ist das ein Thema für Sie? Es gibt ja auch in anderen Gemeinden eventuell, oder gibt es Versuche mit Mitfahrbänken, um älteren Bürgern aus den Ortsteilen die Verbindung zu den Supermärkten, zu den Einkaufsmöglichkeiten zum Hauptort zu schaffen. Haben Sie das irgendwie auf Ihrer Agenda? Also es gibt natürlich immer wieder Themen,
die man, ich sag mal, als low-hanging fruits betrachten kann. Ja, also man spricht jetzt hier von wirklich einfachen Maßnahmen, die ohne viel Kosten bewirkt werden können. Eine Mitfahrbank oder derartige Themen, das sind jetzt so Sachen, wo ich sagen muss, das wird im täglichen Leben eines Bürgermeisters ja öfters mal anfallen, dass man Themen findet, die relativ einfach gemeinsam mit dem Bauhof gelöst werden kann. Aber ich muss sagen, heute in dieser Runde sehe ich da eher die Fokussierung auf die wichtigsten Themen, die in der Gemeinde anfallen und die notwendig sind und wo die Bürger auch informiert werden müssen, was ist unsere Situation in Sulzbach, Soden und Donau. Und jeder Ortsteil bzw. die Gemeinde an sich hat gewisse Pflichtaufgaben. Und da haben wir bisher noch gar nicht drüber gesprochen. Aber der Kanal in Soden zum Beispiel ist eines der wichtigsten Themen, damit die Leute, die Bürger, nicht vollgelaufene Keller haben. Und solche Priorisierungen, die erwarte ich von jemandem in einer Führungsposition. Das ist was, was ein Bürgermeister auf dem Schirm haben muss. Und für mich kommt ein Ausbau eines Kanals oder einer Straße oder eine Sanierung vor einer Idee, eine Fußgängerbrücke nach Niedernberg zum Beispiel. Zwei Themen angerissen, zu denen ich gern noch komme. Ich würde noch einen kleinen Moment bei den Ortsteilen bleiben. Herr Krebs, ich habe bei Ihnen gelesen, ein zentraler Platz in allen drei Ortsteilen sei wichtig. Wo schlägt denn das Herz von Dornau und Soden und pulsiert es richtig oder müssen Sie da den Defibrillator ansetzen, damit dieser zentrale Platz belebt wird? Ja, Gott sei Dank nicht. Wenn man in Soden guckt, wir haben im Rahmen des Konjunkturpakets der Bundesregierung vor vielen Jahren in Soden den Dorfplatz neu gestaltet. Wenn man sieht, wie viele Veranstaltungen da im Jahr auch stattfinden, ich denke da an die Kerbbaumaufstellung, ich denke da jetzt auch erst vor kurzem an den Weihnachtstreff, der stattgefunden hat von der Sodener Feuerwehr. Auch wir von der FWG hatten ein wunderschönes Wintergrillen auf diesem Dorfplatz. Das zeigt einfach auch, der Dorfplatz in Soden wird genutzt von den Vereinen, von den Bürgerinnen und Bürgern. Es findet dort auch an Fasching was statt oder auch der Musikverein Soden spielt da ein, zweimal im Jahr. Und also das zeigt einfach, ein solcher Platz bildet auch das Leben im Ortsteil ab. Und das freut mich. Trotzdem hat jetzt die Praxis auch gezeigt, da gibt es noch ein paar kleine Verbesserungsmöglichkeiten. Beispielsweise ist die Beleuchtung am Dorfplatz in Soden, die CSU hat es ja auch gemerkt bei der Veranstaltung, nicht ideal. Man steht da irgendwann im Dunkeln, wenn man sich nicht selbst hilft. In Soden ist man da immer sehr pragmatisch und findet da gute Lösungen. Aber ich finde eben, wir müssen als Gemeinde eben auch dafür sorgen, dass die Beleuchtung dieses Dorfplatzes verbessert wird, weil einfach die Nutzung ist oft abends und da möchte ich eben auch dafür sorgen, dass wir da kurzfristig eben mal auch ein paar Lampen aufstellen, die eben den Platz auch erhellen, dass die Menschen nicht im Dunkeln stehen. Herr Krebs, ich stimme Ihnen dazu. Das ist schön, wenn wir da jetzt noch ein paar Lampen hinhängen. Ja, ich finde das also auch eine ganz wichtige Maßnahme. Allerdings vermisse ich ja, gerade in dieser Runde, dass wir uns auf die wirklichen Knallerthemen fokussieren. Ja. Und das Thema Kanal, das Thema Umgehungsstraße und das Thema Hochwasserschutz, das sind eigentlich die wichtigsten Aufgaben in unserer Gemeinde. Und da sollten wir unseren Fokus drauf richten. Und diese kleinen Themen, die nebenbei, ich sage mal, ein sehr gut funktionierender Bauhof, ja, ich kenne also in keiner Gemeinde so einen schnellen Bauhof wie den in unserer, ja, wo also morgens um 6 Uhr schon der Streudienst kommt und es funktioniert alles reibungslos. Also das sind für mich so wie Lampen aufhängen, das sind so Kleinigkeiten, das kann man mal so nebenbei in der Gemeinderatssitzung mit beschließen, weil es auch von den Kosten her total überschaubar ist. Aber wir sollten uns wirklich mal auf die richtigen priorisierten Themen fokussieren. Gut, dann gehen wir zum Hochwasserschutz. Sicherheit, das ist ja speziell für den Ortsteil Soden schon länger ein Thema. Risikoanalysen gibt's und so wie ich weiß auch Konzeptansätze. Wie dringlich muss man denn jetzt an eine Ausführungsplanung gehen und was sind die ersten Schritte? Kanal hat der Herr Schulze jetzt als Stichwort gesagt, Vergrößerung, Querschnittvergrößerung. So ist aber auch von Dämmen die Rede, die gebaut werden müssen. Herr Krebs, was nehmen Sie
im Fall Ihrer Wahl als erstes in Angriff? Also der Kanalausbau in Soden, in der Sodentalstraße, ist schon seitdem ich im Gemeinderat bin, für mich ein sehr wichtiges Thema. Und wir von der FWG waren auch immer die Fraktion gewesen, die dieses Thema massiv forciert haben. Wenn man sich jetzt an unsere Beratung der mittelfristigen Finanzplanung der letzten Jahre erinnert, da war es immer die FWG-Fraktion und im letzten Jahr sogar auch ich persönlich, der dann eben gesagt hat, Achtung, wir können das Thema nicht noch ein Jahr nach hinten schieben, sondern wir müssen jetzt 2024 mit der Planung beginnen, dass 2025 wieder der nächste Bauabschnitt umgesetzt werden kann. Also es zeigt natürlich, dieses Thema ist für uns auf der allerhöchsten Dringlichkeitsstufe und muss eben zügig umgesetzt werden, wenn man guckt, wie viele Bauabschnitte noch vor uns liegen, bis wir oben an der Hohe Wattstraße angekommen sind. Das zeigt einfach, dass wir da noch viel vor uns haben. Das ist völlig richtig. Dementsprechend dürfen wir es nicht auf die lange Bank schieben. Es geht jetzt aber eben auch darum, zu gucken, dass wir das Oberflächenwasser auch durchaus dezentral versickern lassen. Jeder Liter Wasser, der bei einem Starkregen nicht in die Kanalisation fließt, ist ein guter Liter. Und ich habe vor Jahren mal einen Antrag gestellt, dass wir als Gemeinde, wie in anderen Ortschaften um uns herum, auch schon die Zisternen, die in Wohngebäuden nachgerüstet werden, mit einem Obolus fördern, um das eben anzuregen, dass das nachgerüstet wird. Der Antrag ist bis jetzt noch nicht entschieden. Das wäre eben auch was, wo ich als Bürgermeister sagen würde, da würde ich gleich nochmal gucken, was ist aus meinem Antrag geworden, wo ich schon mehrmals nachgefragt habe. Da müssen wir einfach schnell zu einer Lösung kommen, damit wir eben pro Jahr, wie in anderen Gemeinden auch, 3, 4, 5 Zisternen noch nachbauen können. Einfach, dass das Wasser, was in Soden eben nicht in den Kanal fließt, weil er zu klein ist, dass wir diese Zisternen eben schnellstens nachrüsten. Sie wollen da direkt erwidern. Ich gebe Ihnen aber noch eine kleine Aufgabe mit auf den Weg für Ihre Antwort. Mehr noch als in Soden drückt ja die Nachbarn in Leidersbach die Sorge vor weiteren Sturzfluten. Und letztlich ist es ja auch, weil alles mit allem zusammenhängt, so, dass je besser die Leidersbacher sich vor Hochwasser schützen, desto weniger kommt auch in Soden an. Es ist ja ein Bach, der da durchrauscht. Jetzt plant bisher jeder für sich. Wäre das nicht eine Chance für eine interkommunale Zusammenarbeit, Herr Schütze? Also die Situation ist meiner Meinung nach mit Hochwasser und Schutz der Bürger nicht damit getan, wenn wir ein paar Zisternen genehmigen oder bezuschussen. Ja, ich finde es zwar eine nette Sache, ja, aber prinzipiell wird das nicht das Problem lösen, wenn bei starken Unwettern oder Extremereignissen, ja, das Wasser aus Leidersbach und aus Soden kommt, dann wird das irgendwann in Sulzbach ankommen und wird am Wachenbach bzw. unten am Foto Zimlich an unseren Kindergärten, da wird sich das Wasser stauen an dem Nadelöhr der Brücke, kurz vor der Braunwartsmühle. Und ich muss sagen, natürlich wäre es schön, ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten. Hier gibt es ja das Büro SKI, wo schon die ersten Auswertungen vorhanden sind. Allerdings müssen ja alle mitmachen. Das ist ja wie immer das Gleiche im Leben. Ja, man kann schön drüber reden, man kann das verschieben und man kann danach auch wieder sagen, ja, wir sind uns nicht einig geworden. Aber das Problem, was ich als Bürgermeister, wenn ich Bürgermeister wäre, in Sulzbach sofort angehen würde, ist, wenn ein großes Volumen an Wasser, Kubatur, egal von welcher Seite kommt, wie löse ich das vor meinem Ort? Und ich warte nicht, bis jahrelang irgendwie man sich mit den Nachbargemeinden auf ein Thema geeinigt hat und dann vielleicht in der Zwischenzeit schon zweimal das Wasser im Keller der jeweiligen Bürger war. Also hier ist dringender Handlungsbedarf und ich muss sagen, das sind so die Pflichtaufgaben, die ich an eine Gemeinde bzw. auch an den Job eines Bürgermeisters stelle, zu sagen, was macht ein Bürgermeister, um die Bürger zu schützen? Und das ist eben die Aufgabe zu sagen, okay, man macht Dämme, man schützt durch Anlagen von oder Wiesen, die zur Verfügung, die so angelegt werden, dass als Zwischenflächen dienen, wie auch immer. Das muss man dann technisch sauber rausarbeiten. Und da muss ich sagen, habe ich in meinem ganzen Berufsleben sehr viele Projekte schon bearbeitet, wo man am Anfang gedacht hat, so leicht wird das nicht oder wir haben keine Lösung. Aber dann nach kürzester Zeit mit den richtigen Fachfirmen kann man durchaus sehr, sehr schnell und gute Ergebnisse erzielen. Hier ist mir auch ganz wichtig, dieser Schutz der Gemeinde Sulzbach mit einem Damm
Das ist für mich der Platz irgendwo um die Buchenmühle herum. Da gibt es eben besagte Pläne von SKI, wo ich eben sage, da müssen wir als Gemeinde auch nochmal tätig werden, dass man eben guckt, wie viel Wasser kann der Altenbach fassen und wie viel Wasser müssen wir eben vor Sulzbach zurückhalten, dass die eben nach Möglichkeit erst dosiert nach Sulzbach reinfließen und somit eben keine Flut im Ort stattfindet. Das ist ein Thema, was jetzt auch im Februar auf der Gemeinderatssitzung auch beraten wird. Also der Gemeinderat hat da eben auch schon die letzten Jahre sich immer mit beschäftigt. Das ist alles ein sehr bürokratisches Thema, eben in Abstimmung mit allen Behörden, Nachbargemeinden drumherum. Aber wir haben durch das Ahrtal eben auch gelernt, dass wir auch als Gemeinde Sulzbach da tätig werden müssen und sind es auch geworden. Ich frage jetzt trotzdem nochmal an Sie beide auch ein bisschen Wasser zurückhalten. Und wir haben ja veränderte Klimasituationen. Das Risiko ist anders einzuschätzen heute. Wäre es nicht wirklich sinnvoll, sich für Sulzbach, sich am Leidersbacher Sturzflutenmanagement dran zu hängen und es gemeinsam zu planen, statt dass jeder versucht, sie bauen einen Damm und dafür bleibt mehr Wasser in Leidersbach oder die Leidersbacher machen nichts und es kommt mehr Wasser bei ihnen an? Also da kann ich nur sagen, es liegt ja nicht an einem Einzelnen. Ja? Das ist wie in einem großen Projekt, wenn Sie mit verschiedenen Generalunternehmern arbeiten, da muss man ein Projekt auch dementsprechend abstimmen können. Und wenn eben Leidersbach ein eigenes Konzept hat oder sich aus diesen Gesprächen nicht so engagiert, dann muss man sagen, okay, dann macht man eine kalkulatorische Menge an Wasser oder man hat ein Szenario. Und dieses Szenario muss man eben dann vor den Flächen von Sulzbach durchspielen und durchrechnen. Und ich kann Ihnen da nicht zustimmen, Herr Krebs. Es kann nicht sein, dass man sagt, wir sind da seit Jahren dran. Wenn kein Ergebnis zustande kommt, dann muss ich sagen, wenn morgen ein Hochwasserereignis stattfindet, dann haben wir ein großes Problem. Und dann kann man zwar sagen, ja, wir haben uns ja intensiv mit beschäftigt, aber beschäftigt reicht halt nicht. Und da muss ich sagen, hoffe ich schon, dass man gemeinsam mit Fachabteilungen, Bauhof, Bauamt, SKI, vielleicht muss man sich auch mal von außen Hilfe holen, dass man einfach mal mit neuen Firmen, mit anderen Menschen sich unterhält, mal ein bisschen den Blick aufmacht aus der Gemeinde. Und da muss ich sagen, wäre es vielleicht schon ganz hilfreich, wenn man sich trotz 15 Jahre Gemeinderatstätigkeit einfach mal andere Gemeinden anschaut, die ähnliche Probleme hatten und die auch Hochwasserschäden hatten. Wie lösen das die anderen? Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich immer noch der Meinung bin, da könnte man viel, viel mehr tun, ohne viel Geld, ohne viel Kosten, einfach mal den Fokus aufmachen, ein bisschen schauen, was da so los ist und dann gemeinsam die richtigen Maßnahmen ableiten zum Wohle der Bürger. Ich glaube, Sie können jetzt mal die kleine Stichelei in Sachen 15 Jahre Gemeinderat so stehen lassen, weil ich gern noch zum anderen Thema kommen würde, das ja der Herr Schulze auch schon angerissen hat als wichtig oder vielleicht auch als ein Projekt, das er nicht so befürwortet und wo es auch um Zusammenarbeit mit den Nachbarn geht, nämlich die Planung für die Umgehung hat ja die gute Nachbarschaft zu Niedernberg eher ein bisschen belastet. Aber Sie möchten jetzt zusammen mit Niedernberg einen Fußgänger- und Radfahrersteg über den Main bauen. Finden Sie da einen Konsens mit den Nachbarn links des Mains? Gehe ich ganz fest von aus. Ich muss auch sagen, wir haben auch in dieser Sache einen absoluten Konsens im Marktgemeinderat gehabt. Wir haben Status quo ist, wir haben eine Machbarkeitsstudie beschlossen vor einem halben Jahr und der Bürgermeister Stock, es haben alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte mitgestimmt, diese Machbarkeitsstudie durchzuführen. Als Bürgermeister möchte ich natürlich auch eine Vision für unsere Marktgemeinde, für unsere Ortsentwicklung bieten und möchte da eben auch den Blick nach vorne richten. Ich glaube, dass diese Machbarkeitsstudie zu einem Ergebnis kommen wird, dass ein solcher Steg grundsätzlich möglich ist. Man guckt eben auch, welche Fördermöglichkeiten gibt es für einen solchen Steg. Wir haben uns einen solchen Steg angeschaut in Pfalz-Höchheim, das ist bei Würzburg, nach Margetshöchheim. Und ein solcher Steg führt immer zu einer massiven Belebung des Ortsgeschehens, weil einfach ein Austausch zwischen Gemeinden stattfindet. Und dementsprechend
glaube ich, dass das ein Projekt ist, was jährlich, da sind wir uns ja auch grundsätzlich einig, was ja auch keiner sagt, dass das für nächstes Jahr geplant ist. Das ist ein Projekt, was man auf 5 bis 10 Jahre sehen muss. Aber wenn man das Thema nie beginnt, kommt man hier auch nie zu einem Ende. Und dementsprechend möchte ich einfach als Bürgermeister da an dem Thema auch dranbleiben. Man sagt, es gibt Förderungen von 70, 80, 90%. Wir haben es ja alle auch im Main-Echo gelesen. Das wurde ja die Tage auch schon mal schön dargestellt. Und ich glaube, dass eben der Eigenanteil für eine Marktgemeinde Sulzbach dann eben auch absolut überschaubar ist. Wir haben sehr geordnete Finanzen. Das ist die letzten Jahre extrem gut gelaufen. Auch jetzt die neuen Zahlen. Der Freistaat Bayern hat heute die Schlüsselzuweisungen bekannt gegeben. Wir kriegen wieder 2,3 Millionen Euro vom Freistaat Bayern. Wir haben 5,7 Millionen Euro Einkommenssteueranteil, die die Gemeinde Sulzbach bekommt. Also wir sind finanziell sehr gut ausgestattet. Und da ist es für mich auch absolut realistisch, dass man in dem Horizont, den ich eben gesagt habe, auch einen solchen Steg realisieren kann. Das heißt nicht, dass andere Maßnahmen dafür zurückstehen müssen. Nein, das ist nicht so. Ich möchte aber eben die Belebung, die ein solcher Steg für unsere Gemeinde bringt, hier in Fokus rücken, dass eben unser Gewerbegebiet mit seinen Einkaufsmöglichkeiten damit einen neuen Kundenkreis erschließt. Wir haben viele Sulzbacher, die eben nach Nilkheim, Großostheim, Stockstadt, Niedernberg zum Arbeiten fahren. Die nutzen heute das Auto. Wir haben es ja in einem Thema zuvor gesagt, Verkehr ist da ganz wichtig. Wir müssen Autos reduzieren und da kann ein solcher Steg, dem 3000 Querungen pro Tag prognostiziert werden, massiv dazu beitragen, dass eben auch Leute, die auch nach Sulzbach zum Arbeiten kommen, eben ihr Auto stehen lassen und in Zukunft das Fahrrad verwenden. Ihr Mitbewerber signalisiert Widerspruch. Da kamen zu dem Thema Steg natürlich auch Mails und Bürgeranfragen, auch sehr kritische. Ein Frank Nüchtern hat mir geschrieben und verweist auf die Schleuse, über die man ja auch bequem über den Main käme. Und in einer weiteren Zuschrift hinterfragt jemand auch die Kosten mit einem Gemeindeanteil von jeweils 500.000 für so ein Projekt. Herr Schulze, Sie wollen unbedingt das Projekt einordnen. Also ich muss ganz klar sagen, ich finde natürlich eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer eine tolle Sache. Allerdings muss ich wirklich sagen, ich kann da als Bürger heute nur den Kopf schütteln. Ja. Wir haben so viele Pflichtaufgaben in Sulzbach noch offen. Die Gemeinde hat noch so viele andere Themen. Ja. Und ich muss sagen, einfach mal bei der Sache bleiben, sich um die Kernthemen kümmern, die Sorgen und wirklichen Probleme der Bürger in Sulzbach, Soden, Donau verstehen. Und ich kann nur sagen, also das Letzte, was wir jetzt in dieser Situation brauchen, ist eine Fußgänger- oder Radfahrerbrücke nach Niedernberg. Wir haben eine Brücke, Roland-Schwingbrücke, da kann man mit dem Fahrrad drüber fahren, mit dem Auto drüber fahren, man kann drüber laufen. Also dann hat, Sie haben es ja selbst gerade gesagt, Herr Kümmel, hat ein Herr geschrieben, es gibt ja noch in Obernau die Schleuse. Also Möglichkeiten, auf die andere Seite zu kommen, gibt es jede Menge. Und ich muss sagen, wenn ich höre Fördermöglichkeiten und Fördermittel, dann muss ich sagen, ich weiß nicht, also ich lese vielleicht eine andere Zeitung als mein Kollege Krebs. Ich muss da echt sagen, Fördermittel und Streichung von Fördermitteln, ja, das ist ja in der heutigen Zeit am Beispiel von Elektroautos, wo auf einmal die Förderung für Autos gestrichen wird, kein No-Go mehr, sondern das wird die nächsten Jahre eher zu erwarten sein. Das heißt, die Gemeinde wird nicht mit dem Mindestanteil der Beteiligung daran gemessen werden, sondern die Kosten werden massiv auf uns eintreffen. Und nochmals, die Gemeinde hat so viele Pflichtaufgaben, Straße, Kanal, Kindergärten, Friedhof. Da sind so viele Sachen, wo investiert werden muss und wo wir einen Investitionsstau haben, wo ich der Meinung bin, die finanzielle Situation lässt das nicht zu. Und wir haben auch noch, ja, das hat der Herr Krebs leider nicht gesagt, neben der Schlüsselzuweisung, ja, haben wir aber auch noch so einen Anteil von 3,5 Millionen Schulden. Ja, die haben wir auch noch so zu stemmen. Deswegen, da fallen ja auch Zinsen an und Kosten. Also wie gesagt, ich würde erstmal wirklich eine konservative Vorgehensweise in unserer Gemeinde bevorzugen. Dann bleiben wir bei den Pflichtaufgaben und reden mal übers Geld. Der bisherige Bürgermeister Martin Stock hat das für mich so eingeordnet und hat gesagt, Sulzbach sei keine reiche Gemeinde, müsse aber auch nicht auf jeden Cent achten.
Wir können uns schon was leisten, hat er gesagt. Also ihr 20-Millionen-Haushalt, das ist so die Größenordnung, finanziert sich vor allem aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Gewerbesteuereinnahmen sind vergleichsweise niedrig, auch im Vergleich mit anderen Kommunen hier im Landkreis. Ich fange bei Ihnen an, gebe aber die Frage dann noch an den Herrn Schulze weiter. Sehen Sie denn eine Möglichkeit, das Gewerbesteueraufkommen irgendwie zu verbessern oder sich andere Einnahmequellen als kommunale, auch wenn da die Möglichkeiten begrenzt sind, zu erschließen, Herr Krebs? Also ich stimme da der Aussage von Martin Stock eben 100% zu. Wir sind keine reiche Gemeinde, aber wir können uns auch was leisten. Und ich sage, auf dem Horizont von 10 Jahren können wir uns auch den Eigenanteil eines Stegs nach Niedernberg leisten. Das ist eben für mich eine Sache, die uns eben weit nach vorne bringt. Für mich ist da eben auch im Thema Finanzen ganz wichtig. Wir haben das Gewerbegebiet in Altenbach jetzt erweitert. Die Bauplätze sind zugeteilt. Da ist auch schon die erste Bautätigkeit aufgenommen. Alle Bauplätze sind verkauft. Es kommen hier viele neue Firmen nach Sulzbach, die bisher nicht da sind. Dadurch steigt das Aufkommen an Gewerbesteuer, auch wenn es, wie Sie zu Recht sagen, in Sulzbach relativ gering ist. Wir haben eher die planbaren Einnahmen wie Einkommensteuer und Schlüsselzuweisung vom Freistaat Bayern. Beim Einkommensteuer sind wir sogar jetzt für 2024 nochmal mit 400.000 Euro plus ungefähr, sogar noch deutlich besser als im Vorjahr. Bei der Schlüsselzuweisung vom Freistaat Bayern sind wir ungefähr auf dem erwarteten Niveau rausgegangen. Also ich sehe hier keinen Grund für eine Schwarzmalerei und ich muss auch sagen, ich sehe auch Fördermittel, ja, es werden sich Dinge verändern und da ist auch klar, wenn die Förderung für einen Steg nach Niedernberg wegbricht, dann ist das Projekt für mich auch nach hinten zu schieben. Da sind wir uns ja völlig einig. Nur ist es für mich ein Punkt, wo ich sage, sollen wir immer Schwarzmalerei betreiben und aus Angst, dass irgendwas sich wann auch immer verändern könnte, sollen wir deswegen alle Zukunftsprojekte für den Markt Sulzbach einstellen? Da sage ich eben ganz klar nein. Für mich sind wir jetzt in einer Planungsphase. Wir sind noch nicht dabei, hier einen Steg zu bauen, wo wir in ein Finanzierungsrisiko reingehen. Das ist eben nicht der Fall. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, wir planen das, wir gucken, wo können wir es bauen und wo gibt es welche Fördermittel. Und am Ende macht der Staat ganz fix eine Zusage und sagt, Achtung, ich bezahle 70%, 80%, 90% dieser Maßnahme. Und das gilt auch. Und da ist auch der Staat, Gott sei Dank, zuverlässig und bezahlt uns diesen Anteil auch. Und dementsprechend sehe ich da ein solches Risiko wie mein Konkurrent offen gesagt nicht. Wir müssen natürlich genauso solide wie in den letzten Jahren arbeiten, wo wir einmal einen Kredit aufgenommen haben, um unsere Schule zu modernisieren. Das war zwingend notwendig. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal 4 erste Klassen und ich halte es da eben für nicht angebracht, da zu sagen, wir sparen uns da kaputt und schicken dann die Kinder woanders hin. Das sehe ich eben gar nicht. Für mich ist da eben ganz wichtig, dass wir weiterhin maßvoll investieren. Ich glaube, wenn man in 10 Jahren einmal einen Kredit aufnimmt, wir können uns das leisten. Da steckt jetzt ganz viel drin. Schulden, Abbau, Bremsen, also man Schulden machen, finanzieren. Und Sie denken bitte noch an meine Eingangsfrage zu den möglichen erweiterten Einnahmequellen einer Kommune. Ich möchte gerne mal auf das Thema aktuelles Projekt Niedernberg. Ja, also ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, das Letzte, was wir in der Gemeinde brauchen, ist eine Brücke nach Niedernberg. Und dann muss ich, klar, schon vorher, und ja. Dann, ich möchte es nur noch mal wiederholen und dann das Thema zu mischen mit Investitionen in unsere Schulen, ja, finde ich nur nicht so angemessen, weil davon war überhaupt nicht die Rede. Also natürlich müssen wir in unsere Schulen, in unsere Projekte, in unsere Themen investieren. Aber ja, ich muss ganz klar sagen, im Zuge meiner Hausbesuche, ich habe nicht alle Haushalte in der Gemeinde besuchen können. Das geht berufsbedingt nicht. Ja, man kann eben nicht alle besuchen, ja, beziehungsweise sind auch nicht immer alle zu Hause. Aber die Personen, die Damen und Herren, die geöffnet haben, da habe ich sehr oft festgestellt, dass die Leute teilweise andere Sorgen haben. Der Bürger hat andere Ansichten. Und da muss ich sagen, sind sehr oft die Ansichten von mir als Bürger wiedergespiegelt worden, wo ich einfach nur sagen muss, das Verständnis für Politik und auch die Bereitschaft, ja, das immer alles so mitzumachen, ja, ist stark gesunken. Und wenn eine Frau alleine in einem Haus wohnt oder ein Mann, ein Rentner, ja, und mir dann sagt, er weiß nicht, wie er seinen Strom bezahlen soll,
dann muss ich sagen, das sind andere Probleme in unserer Gemeinde, als zu sagen, bauen wir jetzt eine Brücke oder nicht, sondern da wäre dann eher mal zu überlegen, ja, wie man wirklich in der heutigen Zeit mit dem Bürger umgeht, ja, und wie man in der Gemeinde auch für alle Beteiligten, ja, eine Lösung findet, dass alle zurechtkommen. Ja. Wir haben gestiegene Energiekosten, wir haben gestiegene Kraftfahrzeugkosten. Also es wird alles extrem teuer und deswegen kann ich nur bedingt nachvollziehen, dass diese Bürger, egal ob in unserer Gemeinde oder woanders, da bereit sind, ja, für irgendwelche Investitionen und langfristige Schulden. Beim Hochwasserschutz waren wir ja beim Thema Klimawandel. Und der Klimawandel macht nicht nur Probleme, sondern öffnet auch Chancen. Das ist das Thema erneuerbare Energien, das für viele Kommunen ein Thema geworden ist. Und zwar nicht nur als Verpflichtung, was zu tun, sondern auch als Möglichkeit, sich Einnahmen zu erschließen. Es gibt ja Pläne für ein Solarfeld in Sulzbach. Und dann steht auch noch das Thema Windenergie an. Über regionale Beteiligungen können Kommunen da eventuell was tun. Herr Schulze, wie stehen Sie zum Thema Windkraft, erneuerbare Energien, regionales Energiewerk? Also wir haben natürlich schon das Thema Windenergie auch in Sulzbach mal betrachtet. Laut meines Kenntnisstandes wäre da nur eine Möglichkeit oder eine der Möglichkeiten gewesen in Obernau, also zwischen Sulzbach und Obernau, da wäre ein gutes Feld gewesen. Allerdings hat sich da herausgestellt, dass da der Segelflugplatz in der Nähe ist und die zweite Fläche für ein Windkraftwerk oder für eine Windkraftanlage wäre in der Höhe bei Soden gewesen, laut meines Kenntnisstands zwischen Soden und der Hohen Warte. Und ob da die Stadt Aschaffenburg weitere Planungen macht, ist mir aus heutiger Sicht nicht bekannt. Also da die Frage, muss ich sagen, müsste ich dann zurückgeben oder würde ich dann im Zuge einer Bürgermeisterwahl danach neu aufnehmen. Um auf das Thema Solarpark zu kommen, ja, hier ist ja ein laufendes Projekt, Heidepark in Sulzbach, das begrüße ich, ja, das ist ein laufendes Verfahren oder ein laufender Prozess, ja, wo jetzt Feinheiten erarbeitet werden. Von der Seite her, das finde ich eine gute Sache. Und ich muss sagen, es gab ja da eine Beteiligung bzw. ein Beteiligungsmodell. Da ist halt die Frage, ob man vielleicht da mit gewissen Möglichkeiten auch dann der Gemeinde die Chance gibt, ja, Einnahmen zu generieren, um eben die vorhandenen Schulden zu reduzieren. Also ich finde, der Solarpark am Heidelöser ist eine tolle Sache. Ich denke, das könnte ein richtiges Vorzeigeprojekt als Startpunkt für eine Gemeinde wie Sulzbach sein. Mir ist da eben ganz wichtig, die Bürgerinnen und Bürger auch dran zu beteiligen. Wir stellen jetzt gerade den Bebauungsplan auf, der die Grundlage ist, wo eben geklärt werden muss, kann man das da so machen, wie wir uns das vorstellen. Ich bin da mal auch wieder hier sehr optimistisch, dass das klappen wird. Und mir ist da eben wichtig, dass das eben kein großer Konzern ist, der hier nach Sulzbach kommt. Der würde das sofort bauen. Und da ist das Geld aber nicht in Sulzbach, sondern in irgendeiner anonymen Tasche. Ich möchte, dass wir das hier, wie es andere Gemeinden eben auch wunderbar gelöst haben, über eine Genossenschaft lösen, wo mich auch an der Haustür sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger angesprochen haben, dass sie da auch gerne mitmachen würden und da eben auch die Möglichkeit sehen, sich zu beteiligen. Und das geht für mich dann natürlich auch weiter. Wir haben noch weitere Gebäude in Sulzbach, wo ich sage, wenn es dann eine solche Genossenschaft gibt, könnte man da auch mal gucken, wie können wir da die nächsten Module dann auch gleich bauen. Die Gemeinde kann nicht alles aus eigener Tasche finanzieren, das ist richtig, aber ich glaube, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern können wir dann hier ein sehr schönes Modell entwickeln, dass die Gemeinde Sulzbach da eben auch für die Zukunft energieautark wird. Ja, bei Windkraft kommt es ja noch auch darauf an, was jetzt die weitere Suche nach diesen Vorrangflächen ergibt, wie zoniert wird und kartiert. Aber ich möchte noch auf ein weiteres Thema kommen, das die Region gerade sehr bewegt, auch ein Zukunftsthema. Im Maintal, in Sulzbach vielleicht nicht so brisant wie im Hochspessart, aber doch auch ein Thema, das die Frage Biosphärenregion. In dem Jahr wird sich ja da irgendwie auch die Gemeinde Sulzbach positionieren werden. Wie sehen Sie beide das Thema Biosphärenregion? Ist das eine Chance oder ein Risiko für die Region?
grundsätzlich sehe ich erstmal schon eine Chance in einer Biosphärenregion. Allerdings ist die Informationslage, um da jetzt eine finale Aussage zu treffen, noch sehr, sehr dürftig. Die Machbarkeitsstudie ist ja noch nicht abgeschlossen und wir können Stand heute noch nicht sagen, welche konkreten Auswirkungen hat das für Sulzbach und auch seinen Wald. Mir ist hier in dem Thema ganz wichtig, dass wir dann, wenn wir die entsprechenden Informationen haben, auch hier wieder die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen und eben auch Landwirte, Forstwirte, Waldbesitzer eben mit an einen Tisch einladen, um eben auch die konkreten Auswirkungen für Sulzbach mit seinen Ortsteilen eben zu besprechen, damit die Bürgerinnen und Bürger da eben auch genau wissen, was sind die Chancen, was sind die Risiken einer solchen Biosphärenregion. Man musste einfach gucken, der Wald ist auch Klimabedingungen ausgesetzt, die sich verändert haben. Die Waldbewirtschaftung ist notwendig. Wenn wir jetzt den Sulzbacher Wald durch eine Kernzone nicht mehr bewirtschaften dürften, wäre das natürlich für mich ein K.O.-Kriterium, wo ich sage, wir müssen da dranbleiben. Wir haben die letzten Jahre viel in unseren Wald investiert, haben da viel aufgeforstet durch Fabienne, den großen Sturm vor vielen Jahren, sind viele Bäume umgefallen und das dürfen wir uns durch sowas eben auch nicht kaputt machen lassen. Also ich bin da mal vorsichtig in der endgültigen Bewertung, sage aber egal, was wir tun, auch hier müssen wir die Bürgerinnen und Bürger unserer Marktgemeinde wieder mitnehmen. Also Sie sind noch in einer Selbstorientierungsphase. Herr Schulze, haben Sie zum Thema Biosphärenregion sich schon ein klares Bild bilden können? Also ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und ich muss sagen, natürlich ist Umweltschutz, Naturschutz ein wichtiges Thema. Allerdings habe ich gelesen, dass es verschiedene Bereiche gibt. Es gibt verschiedene Zonen. Es gibt zum Beispiel auch Betretungsverbote in gewissen Zonen, um spezielle Arten zu schützen. Und da muss ich sagen, da bin ich schon mal sehr gespannt auf die weiterführenden Unterlagen, die demnächst noch zur Verfügung gestellt werden. Allerdings bin ich natürlich auch etwas skeptisch, weil ich sagen muss, der Wald bzw. viele Flächen sind ja auch Eigentum von Privatpersonen, die heute ja, ich sage mal, über Generationen hinweg sich um den Wald gekümmert haben. Ja, Landwirte, Familien, die einfach schon seit mehreren Generationen diese Flächen haben und sauber bewirtschaften. Und da muss ich sagen, da muss man jetzt einfach mal abwarten, was da im finalen Dokument rauskommt. Allerdings, wenn man dann Betretungsverbote hat und hätte da zum Beispiel Borkenkäfer oder sonstige Populationen, dann weiß ich nicht, ob der Borkenkäfer eine schützenswerte Art ist. Ja, das muss man auch mal so sagen. Deswegen bin ich mal gespannt auf das finale Dokument und muss sagen, dass ich natürlich als CSU-Mann sagen muss, gerade der Landwirt oder die Eigentümer von Flächen, ob das jetzt Häuser sind, Immobilien oder Wald, ja, da muss man schon genau hinschauen, was da für Bürden den Leuten auferlegt werden, weil ich glaube, das Maß der Belastbarkeit und der Lust der Bürger ist schon nahezu überschritten. Ein letztes heißes, großes gesellschaftliches Thema, das Sulzbach bestimmt auch bewegt hat und bewegt, die Fluchtkrise. Ich kenne die ganz aktuellen Zahlen nicht, aber als Landrat Scherf für den Landkreis Miltenberg von der Erschöpfung aller Strukturen sprach, war die Zahl der Flüchtlinge, Geflüchteten, die in Sulzbach untergebracht waren, 44. Wie ist denn die Situation in der Gemeinde? Gehört Sulzbach jetzt auch zu den Kommunen im Landkreis, die sagen, wir können nicht noch mehr aufnehmen? Herr Krebs? Man muss zu dem Thema Flucht und Migration sagen, insgesamt ist es natürlich für alle Kommunen im Landkreis, auch für Sulzbach, schwierig, noch mehr Menschen aufzunehmen. Das ist völlig richtig. Ich möchte aber hier hervorheben, wie toll wir das in den letzten Jahren seit 2015 auch geschafft haben in Sulzbach durch bürgerschaftliches Engagement. Da möchte ich den Sozialkreis Sulzbach hier nochmal ganz deutlich hervorheben, wie es hier in Sulzbach gelungen ist, Migranten auch in unserem Ortsgeschehen zu integrieren. Es gibt da viele Bürgerinnen und Bürger, die hier ihre Freizeit einbringen, Lehrerinnen, die den Migranten Deutschunterricht geben, weil es die Kurse in Aschaffenburg nicht gibt, weil sie überbelegt sind und teilweise sonst hier Monate sitzen würden, ohne Beschäftigung, ohne die Sprache zu kennen. Da bin ich wirklich stolz drauf, dass
dass hier aus der Mitte unserer Gesellschaft so viel Unterstützung gekommen ist. Man muss sagen, wir in Sulzbach haben Gott sei Dank keine Probleme mit Migration. Ich war jetzt auch letzte Woche im Rahmen meiner Hausbesuche in der Breslauer Straße, wo auch eine Unterkunft jetzt im Mitte letzten Jahres eröffnet wurde. Ich habe die Nachbarn auch alle angesprochen, habe gesagt, wie ist die Situation? Und da kam eben von den Nachbarn ein ganz klares Statement auch. Man hatte vorher viel Angst. Es war auch gut, wie wir von der Gemeinde reagiert haben, dass wir eben gesagt haben, Achtung, so wie der erste Plan war, so funktioniert es nicht. Und mittlerweile sagen die Nachbarn, es ist da Ruhe, es gibt dort keine Probleme und man grüßt sich, man war auch schon zum Grillen zusammen. Also ich sag mal, man darf da eben auch nicht nur mit Angst denken, sondern man muss da eben auch pragmatisch an die Sache rangehen und muss gucken, dass wenn die Menschen da sind, dass man sie auch mit im Ortsgeschehen integriert. Mit den Menschen, die da sind, anständig umgehen, das ist das eine Thema. Ich habe in Ihrem Flyer, Herr Schulze, gelesen, da steht das Stichwort verträgliche Migrationspolitik. Das ist jetzt große Politik, ja, da hat man als Bürgermeister keinen Einfluss drauf oder wenig Einfluss. Aber Sie hätten plötzlich die Verpflichtung, ja, auch solidarisch mit dem Landkreis zu sein, mit dem Land, und Sie kriegen Zuteilung. Wie würden Sie sowas managen in Absprache mit Ihren Bürgern? Also die Situation ist ja wie folgt, dass der Landkreis teilweise ohne Rücksprache mit den Gemeinden einfach Flächen anmietet und diese nutzt. Und diese Problematik ist natürlich dann auch gerade für eine Gemeinde teilweise sehr, sehr schwierig, weil man unmittelbar, bevor dann der Einzug oder bevor die Nutzung des Objekts stattfindet, informiert wird, es werden jetzt da Personen denen werden die Räume zur Verfügung gestellt. Ja, und dann ist, würde ich mal sagen, so Beispiel Breslauer Straße letztes Jahr, ist dann die Information schneller bei den Bürgern als im Rathaus. Und das kann natürlich schon immer wieder zu Konflikten führen. Ich bin also da jemand, der natürlich Verständnis hat für die Gesamtsituation. Allerdings muss ich sagen, sollte tunlichst vermieden werden, dass wir zum Beispiel unsere Turnhalle, ja, für diese Unterbringung dann zur Verfügung stellen, weil die Vereine, die Kinder, ja, der Schulsport, alles würde dann extrem angespannt weitergehen. Und da muss man schon höllisch aufpassen, dass eben der Bürger bzw. unsere Familien in unserer Gemeinde da eben auch dann dementsprechend sich ruhig verhalten und dass man gemeinsam da eine Lösung findet für die Unterbringung der Leute, die eben keine Bleibe haben. Und da finde ich eben gerade auch die Position, die wir gemeinsam mit unserem Landrat Jens Marco Schärf auch eingenommen haben, dass wir eben bewusst sagen, wir nehmen hier keine Massenunterkünfte in Turnhallen, nehmen sie den Verein weg. Das ist eben für mich ganz wichtig, dass das auch so bleibt. Und da finde ich auch toll, wie unser Landrat hier entsprechend auch die Nöte und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger aufnimmt. Er kam damals auch persönlich nach Sulzbach, um mit den Anwohnern zu sprechen. Und das finde ich eben da ganz wichtig, dass dieser Dialog eben miteinander stattfindet und dass man da auf Augenhöhe miteinander spricht und den Bürgern auch die Möglichkeit gibt, ihre Punkte anzusprechen. Und wie man gesehen hat, hat das ja eben auch dazu geführt, dass es jetzt eine gute Lösung gibt für das Objekt Breslauer Straße. Und wenn sowas wiederkommt, muss das genau in diesem Weg fortgesetzt werden. Als Anmerkung möchte ich noch geben, dass natürlich die Arbeit des Sozialkreises in unserer Gemeinde hier extrem dazu beiträgt, dass alles friedlich über die Bühne geht. Ja, das ist natürlich die Ausgangslage, weil gerade wenn sich eben Bürger massiv dafür einsetzen und engagieren, dann ist die Möglichkeit, dass es friedlich in der Gemeinde abläuft, sehr, sehr groß und eine gute Möglichkeit, dass man das gemeinsam löst. Und ich warne aber davor, weil ich sage mal, die Belastungsgrenze auch für diese treuen und langjährigen Menschen, die sich da so engagieren, kann auch erreicht sein. Ja, also man muss dann auch wirklich überlegen, wie man die unterstützt und wie man vielleicht mit weiteren Personen ja diese Prozesse der Integration bzw. der Unterbringung entlastet, um einfach nicht die Leute da vor die Problematik zu stellen, dass sie überfordert sind, ja, oder überlastet. Ich schaue auf die Uhr, wir haben gnadenlos überzogen, die angekündigte eine Stunde weit überschritten. Deswegen würde ich sagen, wir beenden unser Gespräch jetzt, auch wenn wir nicht alle Themen
abarbeiten konnten, die ich auf dem Zettel hatte und auch nicht alle Fragen beantwortet haben, die die Sulzbacherinnen und Sulzbacher mir noch zugeschickt hatten. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr, bei Ihnen beiden, Herr Schulze, Herr Krebs, für die Antworten auf meine Fragen, für Ihre engagierte Diskussion untereinander. Und ich hoffe, dass diese Stunde oder diese 70 Minuten den Sulzbachern, die uns dazugehört haben und noch zuhören, dass die dazu beitragen, dass sie am 28. Januar ihre Stimme mit größerem Wissen und einem guten Gefühl abgeben können. Mein Appell an die Hörer ist, dass sie auch wirklich zur Wahl gehen. Die Sulzbacher haben zwei ernsthafte Bewerber um das Amt des Bürgermeisters. Sie haben sich beide viel Gedanken gemacht um die Zukunft der Gemeinde. Und ich finde, sie haben zumindest eine gute Wahlbeteiligung verdient. Und deswegen mein Aufruf nochmal: Liebe Sulzbacherinnen, liebe Sulzbacher, gehen Sie am 28. Januar zur Wahl oder wählen Sie vorher noch per Brief. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Vielen Dank. Schönen Abend.